Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir wollen euch heute mit ins Camp nehmen und was steht am Programm? Am besten ihr abonniert direkt unseren Kanal, damit ihr nichts versäumt. Und dann werden wir im Camp was bauen, wir werden was kochen, wir werden einen Overnighter machen und die liebe Hannah kommt zu Besuch von Seven vs. Wild und wir werden gemeinsam über ihre Erfahrungen in Kanada quatschen. Also Ding Dong, Glocke aktivieren und ab geht's! Wir sind so gut wie hier. Wir sind in Graz, in der Steiermark. Hier finden übrigens unsere Kurse statt, zumindest ein Großteil davon. Wir haben mehrere Plätze in Österreich verteilt. Aber das ist eigentlich so unser Lieblingsspot, oder? Absolut, auf jeden Fall einer unserer Lieblingsspots. Graz dadurch, dass die Straße gleich in der Nähe ist, sehr praktisch für die Basic-Kurse. Die Teilnehmer können gut anreisen, können parken. Ja, und so ist es. Wir haben auch schon Besuch. Yeah. Wir brauchen unbedingt noch einen Tisch. Wir müssen einen Tisch bauen, denn morgen kommt die Hanna zum Essen und wir machen Pizza. Pizza, ja. Yeah. Und damit wir da gut sitzen können, müssen wir es jetzt angehen. Alright, das ist unser Bausatz. Wir machen jetzt einfach quick and dirty. Motorsäge an, los geht's. Zählt das noch als Bushcraft? Niemals. Auf gar keinen Fall. Es ist angerichtet. Mahlzeit. Das ist voll gut. Das vegane Steak. Bisschen der Biss fest, aber es könnte daran liegen, dass ich zu lange gegrillt habe. Gilt das mit meinem Fleischmund? Ja. Mit Fleischmaul. Schmeckt voll nach Verschierten einfach. Geil. Voll. Wie Bleskowitza. Ja, voll. Genau. So gut. Cheers. Riechen tut auch nichts. Prost. 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 Wir haben den Abend jetzt noch richtig fein ausklingen lassen. Wir haben sehr gut gegessen, wir haben gut getrunken, fein gequatscht und jetzt wird es langsam Zeit fürs Bett. Eigentlich ist es unser Ritual, dass wir jetzt kurz vorm Schlafen gehen noch Feathersticks machen für den nächsten Tag, aber der liebe Benny ist zum 100. Mal zum One-Stick-5-Challenge nominiert worden. Gratuliere! Dankeschön. Ja, ich freue mich auf meine 100. One-Stick-Fire-Challenge morgen in der Früh. Also in dem Sinne, schlaft gut. Gute Nacht. Ich kann nicht pennen, keine Chance. Die Isomatte ist kaputt. Ich zeige euch das einmal. Irgendwie hat sich da die Verklebung gelöst oder so. Die bläht sich da auf einer Stelle auf. Keine Chance, drauf zu pennen. Überhaupt keine Chance.
wird schon Kreuzweh des Todes. Das heißt, schnell die Hammock aufbauen und weiterpennen. Guten Morgen. War das eine bescheidene Nacht. Aber da hinten gibt es schon einen Kaffee. Ein Lichtblick. Erst einmal guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Benni. Guten Morgen. Eigentlich wollte ich die One Stick Fire Challenge ja gleich in der Früh filmen, zum Kaffee machen. Nur war die Kamera noch nicht bereit und das heißt, ich muss noch einmal ein One-Stick-Fire machen und das machen wir jetzt. One-Stick-Fire-Challenge, cooler Survival-Skill, vor allem wenn man weiß, wofür es eigentlich da ist. Und ich habe das Gefühl, manche wissen das vielleicht gar nicht. Das ist ein Skill, den verwendet man, um bei Regen oder bei Nässe Feuer zu machen. Weil warum? Die Idee ist ja, dass man ein stehendes Totholz nimmt, an dem das Wasser außen abrinnen kann. Und dieses dann fällt und sich dann ein Stück hier rausarbeitet, um an das trockene Kernholz zu kommen, aus dem man sich Zunder herstellt und dann halt eben aus diesem einen Stick sein Feuer entzündet. Ich arbeite übrigens hier mit dem Survival Beaver von K4. Dieses Messer, man hat schon gesehen, das spielt seine Stärken halt aus beim Hacken. Ist sehr kopflastig zum Beispiel. Zum Federsticken gibt es ein bisschen bessere Messer, das werden wir jetzt auch gleich sehen, aber ich schätze mal, es wird trotzdem funktionieren. Gut, also seht schon, ziemlich grobe Feathers. Jan, gib mir doch mal den Bushcraft Beaver. Machen wir direkt einen Vergleich. Also was Federsticks angeht, ist der Bushcraft Beaver wirklich einer meiner Favorites. Dafür kann man mit dem Survival Beaver halt besser hacken. Außerdem, wenn ihr Bock habt, so ein Messer zu kaufen, dann findet ihr in der Videobeschreibung den Affiliate-Link zum Bushcraft Beaver, Survival Beaver, Irbis und so weiter. Und das war billige reine Werbung. Burschen, ich hab's One-Stick Fire Challenge geschafft. You did it again! Ah, no. Bitte hört auf, mich in One Stick Fire Challenges zu verlinken, ich meine sie ernst. So kann das ausschauen. Tomato Sauce. Mozzarella. Champions for the winners. Weniger ist mehr, aber mehr ist besser. Hanna? Ja. Ich würde dir gerne ein paar spoilerfreie Fragen stellen zu Seven vs. Wild, okay? Also, wer hat gewonnen? Wie viele Tage war es drin? Niemand. Wir haben alle an Tag 1 abgebrochen. Mhm. Also super, dann hätte ich auch mitmachen können. Ja. Wie vermutet. Hey, wir sind heilfroh, dass du gesund wieder da bist. Es hat Spekulationen gegeben auf Reddit. Ich hasse es, dass ihr das überhaupt mitgekriegt habt. Gern geschehen. Ja, danke. Ich bin wirklich heilfroh, dass dir gut geht und dass sonst niemand irgendwie verletzt ist. Aber die Auswirkungen von 2 Wochen Diät sieht man deutlich bei den Teilnehmern. Ach so. Wie froh bist du, dass du wieder zurück bist? Man ist immer so zwiegespalten. Also man ist natürlich froh, wenn man wieder daheim ist, aber man hat dieses...
After Expedition Hold. Mhm. Also es ist halt voll schräg, weil irgendwie 3 Wochen halt voll alles abgeht und dann kommst du wieder heim und dann muss ich mich wieder mit euch treffen. Naja. Gibt es irgendeine Situation, die du spoilerfrei erzählen kannst, wo du an das Training denken hast müssen oder dachtest, jetzt hast du das braucht oder das war der totale Blödsinn, was die Burschen mir gesagt haben? Ich habe mir immer gedacht, es war der totale Blödsinn. Klar, ja. Wir haben es uns währenddessen schon gedacht. Ja. Eben, ja. Ja. Kann ich ja nicht sagen. Wenn ihr da irgendwas sagt, dann könnt ihr da so ableiten, was? Andersrum gefragt. Gab es irgendwas, wo du dir gedacht hast, das hätte ich gern gewusst, das hätte ich gerne in meinem Training dabei gehabt? Ja oder nein? Das sind alles Spoilerfragen. Ja oder nein? Vielleicht. Okay, merk schon, es wird ein super lustiger Talk für euch. Aber wir versuchen das Beste rauszuholen. Ich habe es erwartet, Entschuldigung. Hast du vielleicht Fragen an uns oder so? Wie ist euch ergangen? Was habt ihr gemacht? Wart ihr einsam ohne mich? Ja. Ja. Oh. Wir haben jeden Tag mehrmals an die denken müssen. Übrigens trauen sie mir es nicht zu, dass ich 14 Tage drinnen war, gell? Nein. Ich würde es euch jetzt nie sagen, aber sie haben gewettet, wie lange ich drinnen war. Und keiner hat gesagt 14 Tage. Und das sagen meine Trainer. Da könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie überzeugt sie auch von ihren Trainingsmethoden sind. Das hat nichts mit Zutrauen zu tun. Das war wilde Spekulation. Aufgrund äußerlicher, unbeeinflussbarer Umstände. Genau. Ja, ja. Wir sind uns aber sicher. Wir sind uns aber sicher. So gut kennen wir die Hanna. Wir sind uns sicher, dass sie echt eine gute Zeit gehabt hat und dass es für sie eine sehr positive Erfahrung war. Ja, wegen den ganzen Leuten, weil die so nett waren. Und dass sie nicht letzte war. Das ist sie nicht gewohnt, dass die Leute nett sind. Ja, eben, sind. Genau. Wir haben uns gefragt, durftet ihr Feuer machen? War das ein Thema? Wir durften Feuer machen. Okay. Ich habe nur im Nachhinein in den Medien gesehen, dass bei uns auch... Ich habe schon gelesen, British Columbia auch. Genau. Ja. Mhm. Und aber wir sind auch einmal über so ein Rauchdings drüber geflogen. Okay, aber ihr habt das jetzt nicht direkt mitbekommen. Du hast es an der Sonne gemerkt, dass an manchen Tagen, obwohl wolkenlos war, dass es diesig war. Mhm. Gab es irgendwen, mit dem du besonders gut connected hast? Ich habe mich ehrlich gesagt mit allen ziemlich gut verstanden. Und es hat sich so angefühlt, als wäre er immer schon dabei gewesen. Also es war jetzt nicht so, als wäre ihr jetzt so der. Also du hast dich in die Gruppe gut aufgenommen gefühlt. Ja, voll. Cool. Wenn du dir eine Zahl zwischen 1 und 14 ausdenken müsstest, welche wäre das? 0. 0? Mhm. Das ist nicht zwischen 1 und 14. Harte Nuss. Na, was war das Gericht, das du am meisten vermisst hast? Döner. Wirklich? Das ist so ein Ding. Und Snickers? Gibt's halt da in Kanada nicht Döner. Ja. Dann kannst du halt einfach Döner essen gehen. Blöd. Ja. Na, ist halt auch noch ein Entwicklungsland. Hast du in Zukunft Projekte geplant mit anderen Teilnehmern? Mhm, ja. Ja? Mit wem? Ja. Und was? Natürlich mit Affe auf Bike. Ja? Was wollt ihr machen? Wissen wir noch nicht genau. Hast du einen Ausschein? Aber es wird fett. Okay. Nein, ich habe keinen Ausschein. Aber es soll schon was Cooleres werden. Wahrscheinlich gerne mal die Naturensöhne besuchen. Mhm. Und sonst ist nichts. Na gut, nachdem wir jetzt alles Unwichtige besprochen haben. Ja. Was war mit Andreas Kieling? Schaut euch das Statement-Video von Fritz Meinecke an. Magst du auch noch was dazu sagen? Nein. No. Weil einfach alles gesagt worden ist. Also es gibt nichts, was man dem Statement von Fritz hinzufügen könnte. Und du unterschreibst es genauso, wie es sagt. Genau auf den Punkt. Mhm. Ganz genau. Und deswegen gibt es da nichts mehr hinzuzufügen. Das Einzige, was mir nur einfällt, ist, dass es richtig, richtig erschreckend war, dass es so viel Victim-Blaming gegeben hat gegen die Affe. Hast du das auch abbekommen? Nein, weil am Anfang ja mein Name nicht gefallen worden ist, erst durch Statement von Fritz. Mhm. Und selbst da glauben jetzt manche, dass er die Namen verwechselt. Mhm. Okay. Aber so wie er es sagt,
ist richtig, er sagt nur einmal einen falschen Namen, als ja, es macht schon, ja. Um die Motorradstiefel ging, aber ja, da kann man davon ausgehen, dass es nicht um mich geht. Aber sonst, wenn er meinen Namen genannt hat, dann war auch ich gemeint. Richtig heftig, dass es sowas wie Victim Blaming überhaupt gibt und keine Ahnung. Einfach ekelhaft, die ganze Geschichte. Richtig, richtig ekelhaft. Und ich bin froh, dass es irgendwie auf den Tisch gekommen ist, weil vielleicht ist das schon öfter so oder so ähnlich passiert. Ja. Und damit ist es einmal draußen und kann in Zukunft vielleicht hoffentlich nicht mehr passieren. Absolut. Und das Gute ist, dass es jetzt hoffentlich bis zur Ausstrahlung vom Tisch ist und dass man sich wieder bei der Serie auf das konzentrieren kann, um was es geht, nämlich um die Show und nicht um irgendwas anderes. Da ist jetzt, glaube ich, genug Zeit bis zur Ausstrahlung. Ich finde es natürlich schade und traurig, aber ich habe auch richtig Bock auf den Jan Schlappen. Und der perfekte Ersatzkandidat und so gesehen, kein Verlust, glaube ich, für die Serie an sich. Hat es vor dieser Situation, die der Fritz beschreibt, da schon Situationen gegeben, wo du dachtest, okay, irgendwie ist der nicht ganz koscher oder so? Nein, weil die sind ja einen Tag später sowieso gekommen. Okay. Das heißt, die sind nicht mit euch angereist. Die sind nicht mit uns angereist, sondern einen Tag später kommen. Und das war eigentlich so die erste Busfahrt und so mit denen. Davor haben wir die ja gar nicht noch gesehen eigentlich. Genau. Na, freut sich einfach auf die Staffel. Die wird ziemlich gut. Ich glaube, sie wird sehr spannend. Da sind ein paar besondere Schmankerl dabei. Cool. Da bin ich mir sicher. Also wenn man die ganzen Konstellationen bedenkt, Staffel 3 und mit den Geschichten, die vielleicht im Making-of oder so noch vorkommen werden, genau, glaube ich. Behind the Scene wird auch pures Gold. Behind the Scene freue ich mich auch schon extrem. Also je nachdem, was jetzt reinschneiden, aber es kann nur sehr spannend werden. Also wir wissen nicht mehr als ihr. Nein. Wir wollen uns auch gar nicht spoilern lassen. Wir wollen dann live drauf reacten. Aber ich denke mir jetzt schon, Staffel 3 wird ziemlich sicher oder hat gutes Potenzial, die fetteste Staffel zu werden von Seven vs. Wild. Ja, sicher, weil... Weil die Hanna dabei ist. Ja, das ist logisch. Möchtest du so im Outdoor-Bereich auch in Zukunft da Content machen, Videos machen? Ja, voll. Also jetzt geht's voll los. YouTube, Instagram. Ja. Gehen wir Vollgas. Die Welle wird genutzt und hoffentlich richtig genutzt. Also auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf. Fix. Ja, voll. Ich bin gespannt drauf. Ich bin gespannt, was du liefern kannst. Nach einem Tag draußen gewesen, ich sag's euch. Also, da ist nicht viel Hoffnung. Pizza in Ivan? Sehr. Ja. Verfressen bin ich immer noch. Wir werden jetzt zusammenräumen und dann nochmal anständig fortgehen und feiern mit der Hanna. Wenn ihr nichts versäumen wollt, was die Hanna in Zukunft so macht, dann abonniert ihren Kanal, abonniert bitte unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald und ciao! Wah, wah, wah.